So, ihr lieben Lüds da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Das Gurt. Und mich hat die erste Folge irgendwie ziemlich angeheizt, dass ich dachte, hey, wow, 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 Momentchen, Popentchen, da will ich mehr von wissen. So, pass auf, schön, dich wieder zu sehen. Wir arbeiten fleißig an der nächsten Episode. Hilf uns und beschleunige die Fortsetzung der Serie. Wie kann ich helfen? Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Empfehle uns Freunden. Kaufe den Premium-Pass, folge uns auf Social Media. Ich glaube, auf Social Media folge ich denen, aber das kann ich später nochmal machen. Empfehlungen habe ich, glaube ich, schon ausgesprochen unter euch Community-Menschen. Und los, lad es runter, spielt es und es ist geil. So, fortsetzen. So, wir waren ja hier gewesen, wir suchten Hannah. So, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wie geht's eigentlich weiter? Nachricht schreiben, genau, richtig, genau. Das ist Tommy. Das ist Thomas, ne? Den hatten wir beim letzten Mal gehabt. Und wenn wir das hier bezahlen, die 2,99, können wir das alles freischalten. Ich denke mal, das werde ich tun. Ich werde mal gucken, wie die Folge hier weiter ausgeht heute. Und dann entscheide ich mich, wie wir das denn handhaben wollen. Genau, lass uns eine Nachricht schreiben. Erzähl mir etwas über dich. Wer sind die ganzen anderen? Du bist mit meiner Nummer nicht zur Polizei? Genau. Ich wollte ja aber... Er schreibt, das ist geil gemacht. Der schreibt dann und fängt dann an, wieder wegzuradieren und tippt nochmal neu ein. Dass man dieses Symbol sieht, das ist der Hammer, oder? Die Nachricht, die mir Hannah geschrieben hat... Na, nochmal langsam. Die Nachricht, die mir Hannah geschrieben hatte, war plötzlich nicht mehr da. Wieso gibt's hier keine Satzzeichen? Du meinst, sie wurde gelöscht? Ich weiß es nicht. Also zumindest nicht von mir. Das ist wirklich eigenartig. Schau schon manchmal zu tief ins Glas. Komm, das hauen wir raus, das finde ich gut. Bist du eigentlich dauerbetrunken, heißt das so nach Mode? Nein, ich war weder betrunken, noch habe ich mir das eingebildet. Fast das gleiche durfte ich mir auch von Dan anhören. Schon in Ordnung. Ich kann nicht von dir erwarten, dass du mir glaubst. Wie konntest du mich denn erreichen? Ich glaube dir, Thomas. Richtig, tue ich auch nicht. Wie konntest du mich dann erreichen? Genau, das interessiert mich auch. Ja, da haben wir hier... Also nur das, ne? Okay. Gibt es einen schlimmeren Moment in deinem Leben, den du nie wieder vergessen wirst? Wer hat ihn nicht? Nicht wirklich, nein. Weshalb geht es denn um mich? Ja, genau. Ja, stimmt. Als da plötzlich diese Nachricht von Hannah kam. Mit deiner Nummer darin und nichts weiter. Das hat sich regelrecht in mein Gehirn eingebrannt. Deine Nummer werde ich jedenfalls mein Leben lang nie wieder vergessen. Klingt ein bisschen stalky. Aber ohne die Nachricht konnte ich nicht zur Polizei. Weshalb nicht? Du befürchtest, dass sich das verdächtig macht? Trotzdem wäre jeder Hinweis wichtig. Naja. Weißt du... Ach, scheiße. Ich hätte vor 10 Minuten meinen kleinen Bruder abholen sollen. Wir schreiben später weiter, okay? Ja, bis später. Bis später, Tomji Tom. Thomas ist ein Offline. Was hat dich hinzu? Hier, Anonymous-Dings hier. Glaube denen, die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Na, wie hat es dir gefallen? Ich weiß nicht, was du meinst.
der Chat zwischen Jesse und Dan. Oh, interessant. Ich habe das ermöglicht. Dank mir konntest du mitlesen. Das wäre echt irgendwie spannend. Bist du ein Hacker? Ist das illegal? Ich habe mich mies dabei gefühlt. Hacker. Nenn mich die anderen so. Ist das wichtig? Ich nenne dich so. Ja, das tun sie. Ich hatte schon schlimmere Namen. Du hast mein Interesse geweckt. Es ist wichtig, dass du Dinge weißt, die andere nicht wissen. Red doch endlich Klartext, was meinst du damit? Rechtfertigst du jetzt gerade deine Perversion? Lass uns das abkürzen. Was? Schade, ich höre nichts. Ich höre nichts. Oh. Bist du doof? Aber wieso freakt das denn, freest das denn so? Oh, wie kacke. Oh Mann, warum freest das? Oh, das ist doch shit. Das ist doch behindert, Alter. Oh, das ist doch scheiße. Du weißt schon, wie verdächtig du bist. Ja, man kann sich ja denken, was er da gesagt hat, ne? Oh Mann, das ärgert mich total doll, ey. Sind die Nachrichten irgendwo gespeichert? Diese Maßnahmen dienen meinen Selbstschutz. Versuche dich nicht allzu sehr davon beeinflussen zu lassen. Forever bist du das? Ich werde dir Zugang zu Hannas Cloud-Speicher verschaffen. Mit etwas Fingerspitzengefühl solltest du in der Lage sein, auf ihre Daten zuzugreifen. Naja, das klingt illegal. Das ist nicht von Belangen. Es gilt, einem viel größeren Ziel zu folgen. Und außerdem... Wow, muss ja viel wegradieren. Niemand wird es hier erfahren, falls es dir um mögliche Konsequenzen geht. Also zurück zum Thema. In Hannas Cloud-Speicher lagern alle möglichen Daten. Du musst jede einzelne entschlüsseln, um auf sie zugreifen zu können. Ich weiß selbst nicht, auf was du da alles stoßen wirst. Mach dich also auch auf das Schlimmste gefasst. Aber die Chancen stehen gut, etwas sehr Hilfreiches zu finden. Wenn das Thomas wüsste. Oder etwas nicht Jugendfreies. Halt mal die Füße still. Ich muss dir in der Sache vertrauen können.
Wenn du eine brauchbare Datei in Hannas Speicher findest, schickst du sie mir. Was, woher soll ich wissen, was... Und du zeigst mir deine Funde? Warum machst du das nicht selbst? Ich zeig dir alles Auffällige. Das will ich mal... Können wir das nochmal angucken? Das ist total behindert. Es freest einfach. Es ist total... Freezy. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das... Das ist echt schade. Aber es kann sein, dass es, glaube ich, nur bei mir irgendwie ist. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen, aber falls du denkst, ich sitze rum und drehe Däumchen, kann ich dich beruhigen. Ich verfolge andere Spuren. Uns läuft die Zeit davon. Und nur zur Sicherheit, dass alles geht nur dich und mich was an. Erzähle niemand was davon, ich meine es ernst. Okay. Der ist ein Offline. So, meine lieben Leute, was ist das? Wer ist das? Verdammte Axt. Hier ist die Cloud. Ah, hier soll ich das hacken wahrscheinlich. Löse ein Minigame. Und dann hacken wir das. Das Minigame, das lösen wir, glaube ich, am Anfang der nächsten Folge einfach mal. Liebe Leute, wir... Warte mal, ich will einmal ein Profil. Gut, okay, das sind wir. Ich will mal gucken, vielleicht überlegt er sich nochmal, dass wir das irgendwie... Aber ich glaube nicht. Irgendwie spackt das hier bei mir so ab. Und das ist irgendwie gerade ziemlich anstrengend und echt schade. Kann aber auch sein, dass es an der App liegt, an der PC-App, die ich dann da eben halt habe. Und das ist natürlich echt sehr, sehr schade einfach, ne? Dass wir das eben halt so spielen. Wahrscheinlich, wenn ihr auf das auf dem Handy spielen würdet, wäre das vielleicht ein bisschen besser. Aber ja, ist so. So, meine lieben Leute, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Und es ist sehr interessant und seid neugierig, genauso wie ich, was als nächstes passieren wird. Wie gesagt, Abo dalassen, Daumen nach oben. Ja, ihr kennt die ganze Leier von mir. Und schreibt was Nettes in den Kommentaren rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.